So, und damit herzlich willkommen zurück zu unserer Fahrerkarriere. Folge 49 steht heute an. Es geht nach Ungarn. Das letzte Mal in Silverstone haben wir unseren Vertrag verlängert, noch einen kleinen Bonus eingestrichen, auch das letzte Performance-Upgrade geholt, was wir aktuell machen können. Also wir haben aktuell nur die Möglichkeit, Strapazierfähigkeits-Upgrades zu machen. Die mache ich aber auch bloß, wenn es sich lohnt. Also vom Preis her, da ist aktuell keins dabei. Einfach um die Ressourcenpunkte zu sparen, falls es Reglementänderungen gibt, dass wir uns die easy leisten können. Ja, mehr gibt es nicht zu sagen. Vierter sind wir in der WM, dritter in der Konstrukteur-WM. Spulen wir die Zeit vor, da kommt noch ein Upgrade für die Strapazierfähigkeit an und Ressourcenpunkte. Mehr passiert nicht. Das Upgrade kommt auch an. Ressourcenpunkte kommen ebenfalls an. Dann. Die neuen Teile wurden ohne Probleme fertiggestellt. Beim nächsten Rennwochenende werden sie eingebaut sein. Genau, dann ist mir jetzt wieder eingefallen, was ich sagen wollte noch. Da wir eben keine Performance-Upgrades mehr machen können, werden wir jetzt die Saison stetig wieder verlieren. Also Ferrari werden wir nicht mehr kriegen. Die haben jetzt wieder einen riesen Vorsprung rausgefahren. Oder rausgeupgradet, wie auch immer man das sagen möchte. Einfach weil wir keine Upgrades mehr bringen können, die die Performance beeinflussen. Wenn wir auf den Verlauf gucken, sehen wir das. Alpine wird Upgrades bringen können noch. Also hinter die werden wir auch noch fallen. Aston Martin vielleicht auch noch. Also wir müssen schauen, dass wir jetzt noch so viele Punkte wie möglich holen. Denn ich tippe mal spätestens nach Italien, Russland vielleicht, werden die anderen Autos so weit sein, dass wir kaum noch Punkte mehr holen werden können. Deswegen müssen wir schauen, dass wir jetzt Ungarn, Belgien, Holland, Italien mindestens immer unter die Top 5 kommen. Das ist das Ziel, was ansteht. Immer unter die ersten 5 sein für die nächsten 4 Rennen. Ich hoffe, dass das auch gut geht. Und dann geht's jetzt auch ins Training. So, das sieht doch wieder sehr interessant aus. Im Qualifying gibt's nur Regen. Das Rennen ist im Trockenen. Interessante Situation. Ja, ich bin gespannt, wie das dann wird. So, Training ist durch. Gibt nochmal entspannte 700 Ressourcenpunkte. 4200 haben wir da jetzt. Die sparen wir uns. Auf geht's jetzt ins Qualifying, wo es Regen gibt. Okay, warum auch immer in der Cutscene jetzt kein Ton war. Ich weiß nicht warum. Qualifying-Zeit. Unter den aktuellen Bedingungen empfehle ich die Regenreifen. Jetzt soll ich, was soll ich sagen? Ach ja, letztes Jahr war unsere Zeit eine 17,4. Dass wir die dieses Jahr nicht schlagen, ist, denke ich mal, klar. Einfach aus dem Fakt, dass wir Regen haben. Ja. Fahren wir erstmal raus auf den Full Whites, wie es uns vorgeschlagen wird, und schauen mal, was wir so für Runden in den Asphalt brennen können. So, beginnen wir also unsere ersten fliegenden Runden im Qualifying. Boah, Grip-Verhältnisse sind sehr low. Oh Gott, das war schlecht. Mal gucken, was klappt oder was nicht geht. Ah, scheiße. Das war nichts. Neue Runde, neues Glück. So, unsere erste Runde ist jetzt durch und das ist eine 31,7. Nicht gut.
Ah, nochmal 6 Zehntel gefunden, 31,1, das ist immerhin Platz 15 im Moment. Ja, scheiße, hier bekomme ich immer so ein ganz ekliges Übersteuern, was das Auto dann immer in die falsche Richtung schmeißt. Boah, nochmal 9 Zehntel, das war eine richtig starke Runde, eine 1,31, das ist Platz 11 und sogar ein lila letzter Sektor. Krass. So, nochmal ungefähr 2 Zehntel, sind wir Siebter, schneller als Gasly, also sollte jetzt definitiv reichen zum Weiterkommen. Nein. Okay. Scheiße. Ja, die Runde war zwar eh keine Verbesserung mehr drin. Ist scheiße, dass wir jetzt den Flügel verloren haben. Ja, aber immerhin sind wir noch drinnen. Also wenn wir jetzt rausgeflogen wären mit einem DNF. Oh, ich hätte mir den Arsch gebissen. Das Problem ist, da verbessern sich viele noch. Und ich werde mich nicht mehr verbessern. Ich hoffe, dass es jetzt doch reicht zum Weiterkommen. 29er Zeiten. Sind halt jetzt an der Tagesordnung. Der Moment der Wahrheit. Wir schaffen es auf dem 10. weiter, dann perfekt. Minimal schneller als Gasly. Hatte echt Angst, dass wir rausfliegen. 28er Zeiten fahren die an der Spitze. Also da müssen wir noch ordentlich was drauflegen. Gab es irgendwelche Überraschungen? Tsunoda kommt weiter, aber ansonsten nein. Ah, Tsunoda hat aber einen 5-Platz-Crit-Strafe. Für unerlaubtes Blockieren. Auch gut. Gehen wir weiter in Q2. Vielleicht gibt es da schon Dynamitis. Das wäre meine Hoffnung. Oh, Reparaturzeit 4 Minuten. Am Treibstoffsystem ist ein Fehler aufgetreten. Ist natürlich wertvolle Zeit, die wir jetzt verlieren. Überspringen wir die Zeit, dann. Oh, Okay, bringt hoffentlich nichts. hast du heute was zum Lesen mitgebracht. Es gibt ein Problem mit der Kraftstoffanlage. Wir glauben nicht, dass es etwas Schwerwiegendes ist, aber die Untersuchung und die Reparatur werden eine Zeit lang dauern. Okay, es sind immer noch die Full Wets am schnellsten, das ist interessant. 28er Zeiten sind aktuell an der Tagesordnung. Na, hoffentlich können wir dann auch eine fahren. Wir bleiben auf dem Reifensatz, den ihr uns gibt. 10 Minuten sind in der Session noch. Ja, nehmen wir. So, jetzt die erste richtige, eine 30,7. Das war absolut nicht gut. Da müssen wir echt noch einiges rausholen. So, die Runde war schon besser. Über eine Sekunde Verbesserung oder genau eine Sekunde kann man sagen. 12, da reicht aber immer noch nicht, um weiterzukommen. Eine 29,5 bräuchten wir, um an Gasly ranzukommen. Und der ist gerade 10. Okay, die Runde war absolut beschissen. Auf die Runde muss es jetzt ankommen. Unsere letzte Chance ist in Q3 zu schaffen jetzt. Ja, komm, die Runde habe ich auch nicht hingekriegt, so ein Scheiß. Wir sind raus und das auf einer Strecke wie Ungarn. Passen, dass wir jetzt nicht noch irgendjemanden rauskegeln. Ah, oh, das ist scheiße. Das ist echt scheiße. Ja, vom 12. Platz geht's für uns dann ins Rennen. Gasly, 11. bloß, ist allerdings 3 Zehntel schneller gewesen. Ich weiß nicht, im ersten Qualifying hat sich das irgendwie besser angefühlt. Bottas mit einer 26,9 war einfach, alter, what the fuck, ne? Aber gut, gab's irgendwelche Überraschungen? Ocon kommt weiter, aber ansonsten, nein, dass Hamilton nur 10. ist, ist schwach, aber nun gut. An für sich keine Überraschung. Gehen wir also ins Rennen und müssen irgendwie schauen, dass wir da nach vorne kommen und das auf einer Strecke wie Ungarn ist quasi unmöglich. Es ist Renntag.
in Budapest und wir machen uns bereit für eine weitere Ladung Formel-1-Action. Es wird sehr wahrscheinlich nicht viele Fahrer geben, die hier ausscheiden, denn die Strecke ist bekannt dafür, dass extrem viele Fahrer eine extrem gute Ankunftsquote haben. Ralf Schumacher zum Beispiel hat es bei all seinen 10 großen Preisen von Ungarn auch ins Ziel geschafft. Das heutige Rennen führt uns zum 4,35 Kilometer langen Ungaroring nordöstlich von Budapest. Die Fahrer müssen sich auf 14 Kurven, 8 rechts und 6 links und eine Piste einstellen, bei der Abtrieb über alles geht und auf der Überholen extrem schwierig ist. Und bei mir ist heute Stefan Römer. Okay, reden wir mal über Nicolas Latifi. Wie so oft geht es natürlich um Zuverlässigkeit. Und ja, in der Tat werden sie heute von einer sehr ungünstigen Position aus starten, da sie einige Triebwerkskomponenten ausgetauscht haben. Das wird heute alles andere als leicht für sie. Jeder muss während seiner Karriere mal mit Strafen und Zuverlässigkeitsproblemen zurechtkommen. Und dann musst du einfach in die Hände spucken und irgendwie da durch. Heute geht es nicht darum, ein Wunder zu erwirken und den Wagen dort zu positionieren, wo er eigentlich sein sollte. Es geht vielmehr um Schadensbegrenzung. Sehen wir uns kurz die Startausstellung für das heutige Rennen an, bevor es losgeht. Valtteri Bottas hat gestern gute Arbeit geleistet, der Finne startet von der Pole. Und Max Verstappen steht daneben. Im Rest der Startaufstellung haben wir Perez, Hamilton, Carlos Sainz und Leclerc, Norris, Ricciardo, Ocon und Sebastian Vettel, Gasly, Jung, Fernando Alonso und Stroll, Mick Schumacher, Giovinazzi, George Russell und Yuki Tsunoda, Mazepin und Nicolas Latifi. Jeden Moment werden die Startlichter ausgehen, also schalten wir runter zur Strecke für den Beginn dieses Grand Prix. Im letzten Rennen haben wir Punkte geholt. Strengen wir uns an, damit es so weitergeht. Und wie wir uns anstrengen werden, Strategie ist klar, Medium, Soft. Machen wir so, ist sogar schneller. Sprit, da haben wir mittlerweile so einen guten Motor, da können wir ohne weniger mitnehmen. Ich gehe mal sicher selber bloß auf eine halbe Runde weniger. Gehen wir also rein in den Ungarn Grand Prix. 35 Runden stehen uns jetzt bevor, die 5 roten Lichter sind an und los geht's. Wie kommen wir weg? Ja, gar nicht gut. Alonso kriegt uns da auch schon. Außenrum, hier jetzt vielleicht gegen den einen oder anderen. Oh, Ocon schickt uns da weit. Ist immer noch neben uns mit Alonso. Wir haben aber die Innenlinie. Und dann können wir uns die beiden Alpines wieder snacken, wollte ich jetzt schon sagen, schnappen. 11. Platz. Oh, und Gasly probiert es da gleich gegen Norris weiter. Klar, der hat die Softs und der will jetzt durch. Aber behutsam muss man auch sein. Es bringt nichts, vorbeizukommen und sich dann das Auto zu beschädigen. So, mit dem DRS, aber ich find's krass, wie die KI aus dieser letzten Kurve raus beschleunigt. Da haben wir keine Chance mitzuhalten. Norris jetzt gegen Vettel. Warte, dann rat die beiden immer noch. Aber nein, Vettel kann sich vorne halten. Das ist genau das Problem an Ungarn. Du kannst einfach nicht überholen. Mit dem Ziel in die Top 5 zu kommen, können wir eigentlich vergessen. Ja, in der letzten Kurve nimmt uns die KI immer 2 Zehntel ab. Das ist krass. Das liegt nicht an den Softs. Das ist einfach die KI, die diese letzte Kurve so krass ist. Das ist so wie in Sanford mit der einen Kurve. In der Tarzanbucht. Ja, das ist auch das, was ich meine mit dem Sprit. Wir haben in 6 Runden wieder mehr Sprit, als wir benötigen fürs Rennen, obwohl wir mit einer halben Runde weniger los sind, also das ist krank. Gasly geht jetzt schon in die Box. Die Softs sind jetzt schon im Arsch. Ich glaube, Gasly ist aber auch der Einzige, der die 2-Stop macht, der auf den Softs gestartet ist. Jetzt müssen wir erstmal schauen, dass wir an die da vorne rankommen. Und das sieht doch ganz gut aus. Oh, Norris oder Vettel verbremsen sich da. Ich glaube, Vettel war es, aber trotzdem reicht's nicht,
um dran zu bleiben. Ah, es ist zum Mäusemelken. Mir reicht's jetzt. Ich send's einfach mal gegen Norris. Und der war echt früh auf der Bremse. Holy fuck, das war ja easy. So, ich habe ihn ja nicht mal nach außen gedrängt oder so. Das war überraschend einfach. Das Problem ist, jetzt habe ich das DRS auf Vettel verloren. Wir nähern uns dem Boxenstoppfenster. So, da vorne gehen jetzt auch schon die ersten Leute von den Mediums in die Box. Hamilton, Ricardo, glaube ich, habe ich vorhin noch gesehen. Ja. Sind immer noch nicht im DRS von Vettel. Leclerc, die haben wir alle erstmal. Sind wir jetzt Fünfter im Moment, aber wir müssen noch in die Box nächste Runde. Geht's für uns rein? Mal gucken, wo wir dann rauskommen. Aber Vettel bleibt auch noch eine Runde draußen und diesmal sollten wir doch das DRS haben, oder? Ja, endlich. Aber ist halt trotzdem viel zu weit weg, um da was gegen zu machen. Auch wenn er jetzt zwischendurch das Rennen anführt, wir gehen jetzt die Runde in die Box. Und dann geht's wieder nach hinten. Auch hier. So, für Vettel und mich geht's jetzt in die Box. Das heißt, Bottas wird quasi freigelassen wieder auf die Strecke. Oh, ich war echt knapp wieder. Mal gucken, wo wir rauskommen. 9. Norris. Wenn wir vor Norris rauskommen, wäre der Plan aufgegangen kommt. 3-0, wieder kein guter Stop. Aber ja, vor Norris kommen wir easy raus. Der ist jetzt erst in der letzten Kurve. Also Norris haben wir. Ja, hätte sein können, dass wir Vettel dann hier jetzt gleich überraschen können, aber nein, leider nicht. So, come on. Jetzt hat aber. Vettel verteidigt. Das sollte doch jetzt reichen. Sind immer noch innen. So, außen hat er dann jetzt keine Chance und endlich sind wir vorbei. P8, schön. Der Abstand zum Auto vor dir beträgt 18,0 Sekunden. So, mal gucken. Jetzt ist erstmal die Aufgabe, Vettel aus dem DRS zu holen. Also, dass der eben nicht das DRS auf uns hat. Und wenn es da vorne kracht, dann sind wir wahrscheinlich in der Lage, dann mit dem, der aus der Gruppe dann rausfällt, zu kämpfen. Ja, die war nicht schlecht. Das ist jetzt die Frage bloß. Kann Vettel mithalten oder nicht? Ja, kann er. Da war noch einer in der Box. Das heißt, wir kämpfen jetzt hier um Platz 7. Und Norris ist mittlerweile auch dran. Ich weiß aber echt nicht, wer da in der Box war. Obwohl, doch. Ich glaube schon. Ein Mercedes. Weil der ist hinter uns. Wenn wir schnell genug sind, könnten wir vielleicht sogar auch noch überrunden. Der Haas vor uns ist echt nicht mehr weit weg. Da sehen wir ihn durch die Schikane fahren gerade. Sainz ist raus, das ist dann P6 für uns. Schön. Das ist richtig schön für uns. Weil das sind nochmal 2 Punkte mehr, 8 Punkte, die wir dann mitnehmen. Da steht der Ferrari, das ist ein Motorschaden. Bottas gewinnt das Rennen. Holt damit wieder auf Hamilton auf. Ich habe gerade nicht den genauen WM-Stand im Überblick, aber es könnte sein, dass Bottas sich die WM-Führung damit wieder schnappt. Ja, das war nicht gut.
So, auch wir kommen über die Linie. Mit einem sechsten Platz können wir für im Ungarn-Verhältnis echt zufrieden sein. Den fünften hätte ich mir lieber gewünscht, ehrlich gesagt. Aber gut, können wir nicht bestimmen. Das war eine Leistung, auf die unsere Sieger des großen Preises von Ungarn eindeutig stolz sein können. Sag mir, Stefan, wie konnten Sie diesen Sieg erringen? Ich denke, die Konstanz war heute der Schlüssel zum Erfolg. Schnell sein ist eine gute Sache, aber du musst eben Runde für Runde für Runde schnell sein. Wenn du das schaffst, kannst du von den Fehlern anderer Fahrer profitieren, falls du selber keine machst, und so weit nach vorne ins Feld fahren. Mercedes ist wieder in Topform nach einem exzellenten Rennwochenende. Es ist großartig, das Team wieder einmal auf dem Podest zu sehen. Ja, Valtteri Bottas gewinnt vor Max Verstappen und Sergio Perez, konnte sich da am Ende ordentlich absetzen. Wir werden Sechster, können wir mit zufrieden sein. Gasly Elfter, der hat sich mit der Strategie halt komplett verpokert. Schauen wir noch auf die Rangliste, da ist nichts passiert an der Spitze, hätte ich gedacht. Ich habe den Meisterschaftsstand einen ganz anderen im Kopf gehabt. Aber okay, Valtteri Bottas überholt dann Max Verstappen, ist jetzt 59 Punkte hinter seinem Teamkollegen. Wir bleiben Vierter, sind dann noch 19 Punkte vor Ricardo. Ob wir das so übers in die nächste Saison, halten können, dass wir da mit diesem 19-Punkte-Puffer das so groß machen können, aus diesen 19 Punkten vielleicht, keine Ahnung, 30, 40 Punkte, um dann die restliche Saison auf dem Vierten zu überleben, wage ich zu bezweifeln. Auch Sergio Perez mit 98 Punkten ist nicht so weit weg, also auf dem Sechsten können wir schon noch abrutschen. Sonst Perez, wenn wir das schon gerade ansprechen, hat Norris und Gasly überholt an diesem Rennwochenende. Und ansonsten, genau, oh, Stroll! Ist jetzt in der Fahrerwertung vor Russell, sind zwar punktgleich die beiden mit 3 Punkten jeweils, aber in der Wertung ist Stroll jetzt vorne. Schauen wir noch auf die Konstrukteurliste, auch da hat sich wieder nichts getan. 114 Punkte hat Mercedes da Vorsprung auf Red Bull, also die werden diese Saison komplett wegdominieren. Wir sind mit 204 Punkten, 13 Punkte vor McLaren. Auch das ist ein ordentliches Ergebnis, aber ich glaube, das glaube ich nicht, dass wir den dritten Platz dort halten können. So sieht's da also jetzt aus. Gehen wir zurück zum Hauptmenü. Oh, wir dürfen unseren Rivalen nehmen. Perez, Verstappen, Hamilton. Warum kriegen wir die zur Wahl? Das ist natürlich, Lando Norris ist der Einzige, der uns da zur Wahl bleibt. Also, das bleibt derselbe Rivale wie vorher. Ich nehme euch das Interview jetzt einfach mit. Man unterschätzt mich. Nein, das tut man definitiv nicht. Ich tue overperformen. Wir machen einfach mal das. Ich habe mich verbessert. Danke für den Kommentar. So, dann haben wir das Interview jetzt auch geschafft. Jetzt geht's aber endlich zurück zum Hauptmenü. Währenddessen bereite ich nebenbei schon die Folge für Belgien vor. Ironischerweise. So, ist ja auch lustig. Letztes Jahr sind wir auch Siebter geworden in Ungarn. Ansonsten, Alpine hat uns jetzt auch schon überholt. Also, ja. Okay, jetzt geht's nach unten. Wir müssen echt schauen, dass wir noch so viele Punkte wie möglich da irgendwie rausholen können. Oh, die Anpassung. Es gibt was. Halt, Helm und Gesten. Neue Charakterposition. Ach, dann nehmen wir doch die einfach. Nein. Das nächste Mal, da... Ja, Alpine hat es überholt, so. Das will ich eigentlich sagen. Ach, das ist eine bittere Nummer. Wir können halt leider nur an der Strapazierfähigkeit arbeiten im Moment. Aber da ist kein Upgrade dabei, wo es sich jetzt lohnen würde. Sparen wir uns also die Ressourcenpunkte. Und dann würde ich sagen, war es das von dieser Folge. Wir sehen uns das nächste Mal. In Belgien wieder. Bis dahin wünsche ich euch eine schöne Zeit und ciao, ciao.